Ich darf jetzt den Georg Wurth vom Deutschen Handverband ankündigen, der sich auch schon seit 2003 für die Legalisierung von Cannabis einsetzt und ich denke auch eine mitentscheidende Rolle dabei gespielt hat, dass das Anliegen in die Politik getragen würde und gerade umgesetzt wird. Herzlich willkommen, Georg. Ja, danke, danke. Aber ich muss jetzt mal fragen hier, glaubt ihr wirklich noch an die Legalisierung? Glaubt ihr wirklich, dass die kommt? Die haben euch doch nur verarscht, die haben euch doch nur Versprechungen gemacht, um eure Stimme zu kriegen bei der Wahl. Deutschland wird nie Cannabis legalisiert. Das habe ich so oft gelesen in sozialen Medien in letzter Zeit. Ich kann es nicht mehr hören, Leute. Unglaublich. An die Leute, die diese Kommentare schreiben, wende ich mich hier ganz konkret. Ich frage mich, was wollt ihr eigentlich? Ja? Parteien sind dafür da, uns Angebote zu machen, programmatische, uns ein Programm hinzulegen und wir können das wählen. Die sollen sagen, was sie machen wollen und das sind keine Versprechungen. Es ist ein Programm und sie können gar nichts versprechen, sie können auch keine Legalisierung versprechen, weil sie keine Mehrheit zwingend bekommen. Ja, sie können dann ihre Programme zusammenlegen in der Koalition und wir haben jetzt das große Glück, jetzt mehrere Parteien zu haben, die Legalisierung wollten. Also kommt es, ja. Aber zu sagen, die wollten nur unsere Stimme. Ja, natürlich wollen die unsere Stimme. Ja, Parteien sind dafür da, dass sie unsere Stimme wollen und sind dafür da, um unsere Stimme zu werben mit einem bestimmten Programm. Und dann sind wir dazu da, zu sagen, ja, das ist ein gutes Angebot, Legalisierung ist eine coole Idee, dafür wählen wir euch. Der Witz ist nur, wir müssen natürlich auch gucken, dass umgesetzt wird. Ja, wenn es wirklich so ist, dass am Ende nichts passiert, okay, dann hat die Partei Glaubwürdigkeit verloren, wird Stimmen verlieren bei der nächsten Wahl. Deswegen gucken wir genau hin, was die Parteien jetzt machen, ob sie es wirklich durchziehen. Aber grundsätzlich ist es erstmal eine gute Sache, wenn die uns die Legalisierung versprechen. Das war unser Ziel auch die ganze Zeit. Wir haben einen riesen Fortschritt erzielt. Ja, ich weiß, ich wollte nochmal betonen, ich weiß nicht, ob euch das allen bewusst ist, was für einen gewaltigen Erfolg wir erreicht haben, dadurch, dass Cannabis-Legalisierung in diesem Koalitionsvertrag drinsteht. Wir haben dafür jahrzehntelang gearbeitet. Wir haben dafür gesorgt, dass eine Partei nach der anderen die Legalisierung ins Programm aufgenommen hat. Bis zu diesem Punkt, wo wir eine Bundesregierung haben, die sagt, wir wollen jetzt Cannabis legalisieren. Mich nervt natürlich auch, dass sie nicht sofort die Konsumenten entkriminalisiert haben. Ja? Das hätten sie tun sollen. Ich sehe keinen Grund, warum sie weiterhin jetzt hunderttausende Strafverfahren machen wollen. Okay, sieht so aus, als hätten wir den Punkt verloren, sag ich mal, ja, aber umso schneller muss dann jetzt die ganze Legalisierung inklusive Entkriminalisierung der Konsumenten kommen und wir müssen die dahin schieben, dass sie es machen. Aber wir sind an einem historischen Punkt. Ich kann euch auch nicht sagen, ob die Legalisierung kommt oder nicht. Ja, ich will mit der Rede nicht sagen, die Legalisierung kommt auf jeden Fall von alleine jetzt irgendwie, weil das im Koalitionsvertrag steht. Natürlich nicht. Ich sehe die Risiken. Ich sehe den Bundesrat, wo die CDU hockt und das Ganze aufhalten kann. Ich sehe auch internationale Ebene, wo wir engagierte deutsche Politiker brauchen, um das da durchzudrücken noch. Es kann noch scheitern. Aber es kann auch klappen. Ja, wir haben eine erhebliche Chance, dass sie das wirklich schaffen. Weiß ich nicht, ob es 40% oder 60% sind, Wahrscheinlichkeit, dass wir die Legalisierung unter dieser Ampelregierung erleben. Aber 40% oder 60% Chance auf Legalisierung in den nächsten 2-3 Jahren hat fast kein anderes Land der Welt. Ja, um das mal so zu sagen. Und zwar durch unseren Erfolg, alle zusammen hier, durch zig Hanfparaden, durch zig Leserbriefe, Kommentare und so weiter, durch politische, demokratische Prozesse, wo jeder einzelne von uns mit dazu beigetragen hat. Das ist Demokratie und wir leben in einer Demokratie und ich bin froh, dass wir diese Möglichkeit haben und dass wir keinen König und keinen Kaiser haben, der über uns bestimmt. Und wir müssen ja manchmal mal länger kämpfen, ja, um unsere Ziele zu erreichen und Mehrheiten organisieren. Wie es aussieht, haben wir das geschafft. Jetzt, wie gesagt, geht es nur noch darum, die über die Ziellinie zu schieben. Und es wäre ein globaler, internationaler, gewaltiger Erfolg, wenn ausgerechnet konservativ Deutschland, der schwere Tanker, der sich bislang nicht bewegen konnte, nicht bewegt hat, unter ewiger CDU-Herrschaft, jetzt Cannabis als dritter Staat der Welt legalisiert. Das wäre einfach gigantisch, ja, und weil es noch nicht so weit ist, müssen wir weiter demonstrieren, müssen wir weiter arbeiten. Schön, dass ihr hier seid, ja, schön, dass ihr weiter mit am Strang zieht, ja, nicht denkt, es ist schon vorbei. Wir müssen weiter kämpfen, aber wir können das schaffen, wir haben eine super Chance, das zu schaffen. Und insofern, schöne Parade wünsche ich euch, ja, genießt den Regen, ja, ich freue mich, dass es ein bisschen feuchter mal wieder wird hier. Und ja, man sieht sich hoffentlich bei der nächsten Parade, bei der großen Party der Legalisierung.